herzlich willkommen zum Haushalt Girly House, unserem neuen Download-Haushalt. Und ja, dieser Haushalt besteht aus sage und schreibe 5 Mitgliedern und es sind alles Frauen. Was wollte ich mit diesem Haushalt ausdrücken? Und zwar meine Laune, feiern zu gehen. Ja, diese Mädchen haben alle eine ganz besondere Persönlichkeit und natürlich auch ein paar ganz besondere Outfits. Ja, gut, an mancher Stelle vielleicht ein bisschen freizügig und ein bisschen gewagt, aber ich finde die 5 auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, hier sind wir auch schon bei unserer Lana Blue. Und ja, die junge Frau ist begeistert, sie ist abenteuerlustig, liebt die Natur, ist eine gute Küsserin und kokett. Was mich gleich auf ihren Lebenswunsch bringt, sie will gern erfahrene Reisende werden. Und ja, das beinhaltet bei allen Reisezielen Visum Level 3 zu erreichen. Da hat sie also so ein bisschen was vor. Und ja, wie man vielleicht auch so ein bisschen in ihrer Lieblingsfarbe sieht, diese ist Aquamarin. Das konnte ich leider nicht ganz so gut darstellen, finde ich, weil ich habe aber zwar Rot genommen oder halt so ein krasses Blau. Aber letztendlich finde ich das Ganze schon ziemlich cool. Noch zu ihren Favoriten zu sagen. Ihr Lieblingsessen ist Lachs und ihre Lieblingsmusikrichtung ist Soul. Vom Sternzeichen her ist die gute Steinbock also möglichst mit dem Kopf durch die Wand, aber doch dabei ziemlich gut auf dem Boden zu bleiben, ist ihr Talent. Ja, unsere nächste junge Dame im Bunde ist die Phyllis Ranger. Sie ist sehr charismatisch, hoffnungslos romantisch, ein Partylöwe, ein Trampeltier und ein Autofreak, wie das wohl zusammenpasst. Irgendwann hat unsere gute Phyllis beschlossen, total beliebt zu sein. Und ja, das muss sie auch mit aller Kraft in die Tat umsetzen, denn ihr Ziel ist es, mit 20 Freunden total beliebt zu sein. Favoriten. Sie liebt gegrillten Käse, ihre Lieblingsmusikrichtung ist Songwriter und ihre Lieblingsfarbe ist rosa. Vom Sternzeichen her ist sie gute Jungfrau, aber im wahren Leben lässt sie nichts anbrennen. Girlie Nummer 3, das ist die Colin Brest. Ja, sie ist jähzornig, kokett, unwiderstehlich, ein Hitzkopf und kindisch. Na, wie das wohl alles zu ihrem Herzensbrecherwunsch steht. 10 verschiedene Sims, mit denen sie zusammen sein will, das ist gar nicht mal so einfach, wie ich finde. Aber nun gut, werden wir einfach mal sehen, wie sie das mit ihren langen blonden Haaren hinbekommt.
Collins Favoriten sind Hummer, Französisch und Pink. Unsere Gute ist also ein bisschen verwöhnt, aber als Widder kann man das schon ruhig mal sein. Eigentlich auch mit jedem anderen Sternzeichen, aber das interessiert doch Colin nicht. Mit dunklem Haar geht es bei Jordan Willis weiter. Sie ist eine Avantgarde-Künstlerin, Virtuosin, eine Diva, Kokett und eine Partylöwin. Eine explosive Mischung für ihren Lebenswunsch, nämlich eine Stimmlegende. Ja, sie will also Level 10 der Gesangskarriere erreichen. Voraussetzungen mit ihren Merkmalen hat sie damit schon mal gute. Miss Willis steht auf Krebs, Indie und Gelb, was man unschwer an diesem wirklich krassen Gelb als Schal oder als Schuh erkennen kann. Vom Sternzeichen her ist die gute Krebs und damit auch nicht wasserscheu. Hoffen wir es mal. Denn jetzt kommen wir auch schon zu unserem letzten Mitglied des Girly-Haushalts, nämlich unserer Lawrence Chris. Was gibt's zu ihr zu sagen? Sie ist eine Avantgarde, sie ist eine Nachteule, kleptomanisch, rebellisch und eine gute Küsserin. Also mit ihrem roten, verführerischen Haar will sie auf der Straße anerkannt sein. Das beinhaltet Level 10 der Straßenkunstfähigkeit zu erreichen und 7 Meisterwerke zu sprühen. Ja, mit ihren Tattoos kann sie vielleicht so manchen Seemann verführen, aber ob das zu ihrer Musikrichtung Geekrock passt? Zusätzlich steht unsere Gute auch noch auf fette Hamburger und die Farbe Rot, wer hätte das bloß gedacht.
Ja, von Sternzeichen her ist die Gute auch noch Löwe. Also wirklich klischeehafter kann eine Person eigentlich nicht belegt sein. Ja, aber das sind eigentlich alle unsere fünf. Ich habe da meiner Fantasie einfach mal freien Lauf gelassen und ganz entspannt erstellt. Und ja, ich hoffe, euch gefällt der Haushalt. Ihr könnt ab sofort natürlich auch mit ihm bei euch spielen. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal und ciao.